kleine Katze hier. Wusste ich gar nicht. Well then, I'd better start getting ready to receive the new guest. Ah. Okay. Oh, das war erfrischend. Irgendwie bin ich voller Hoffnung. Man kann seine Geistesanzeige auch auffüllen, wenn man schläft. So. Und zwar, von Anfang an sind nicht alle... Judgment! Judgment! Do you know my name? Judgment! Definitiv der beste Gast in dem Scheißhotel. What? Du bist doch der neue Gast, oder? Necky, oder ich? Now that I look at you more closely, I see you've got an awful lot on your mind. If you ever want my help, just bring a symbol of your problem. Then I'll give you one of my special judgments. Und dann verschwinde er durch die Decke. Ja. Oh, das heißt, die Person schläft gerade, die in dem Zimmer ist. Er ist immer noch in der Dingo. Er sollte es aufgeben und nicht weiter suchen. Er sollte sich freuen, dass er nur das verloren hat. Ja. Ich wünschte, er hätte etwas Wichtigeres verloren. Wenn man Leute beobachtet, ich muss mal zeigen, gibt es hier dieses Notizbuch und alle Leute, die man schon mal beobachtet hat, sieht man, was man beobachtet hat. So, hier die 5 Leute, die ich schon habe. Insgesamt 16 Leute, die man beobachten kann. Zu jeder Tageszeit im Prinzip. Und jedes Mal passiert was anderes. Hier. Rotes Taschentuch. Nein. Haben wir hier ein rotes Taschentuch? Okay. Kann man Objekte ablagern? Man hat kein unbegrenztes Inventar. Und wir müssen jetzt. Ich gehe erstmal speichern. Das. Die Aufnahme hängt ein bisschen. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ich denke, ich sollte nach jedem Gast die Aufnahmen kurz unterbrechen und schauen, ob alles wuppdi-fucking-du läuft. So. Oh ja. Warte, ich nehme noch hier kurz das Item mit. Das sind grüne Kräuter, damit kann ich mich heilen. Gehen wir mal kurz hier durch. So. Beispiel speichern. Muss ich das nicht zeigen, aber... Hey, das macht's doch... Kein bisschen interessanter. Überschreiben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. Judgment! Yay! Widmen wir uns nun dem, meiner Meinung nach, mit Abstand coolsten Gasten, das in das Hotel eintreffen wird. Aber zunächst, nachdem wir jetzt eine Gesundheitsanzeige haben, sind in einigen Räumen nun... Gegenstände verfügbar, beziehungsweise ich kann auch einfach mal alles, man kann einfach mal alles anklopfen und da ist was an der Rückseite der Schublade. Ich habe Zeitschleife Nummer 1 gekriegt, und manchmal findet man dann auch durch Items, das ist kalt und völlig normal. Zeitschriften kann man verwenden, um sie zu lesen, man liest sie nicht wirklich, man tut so und ein bisschen Zeit vergeht und zusätzlich, wird einem die Geistesanzeige etwas aufgefüllt. Die Faschisten schnell runtergeht bei schwer. Also, das wird sehr, sehr notwendig sein. Rückseite der Schublade, Beruhigungsmittel. Ich werde das alles brauchen, was ich hier finde. Und das Wichtigste, ich habe das Schlüsselobjekt Buch für Erwachsene gekriegt. Ja, es ist, da steht sogar drauf, Erotic Night. Es ist ein Porno-Magazin. So,
Sag mal hier, give blood. Was hast du hier noch? Ah ja, das ist, das sind Fotos von ihrem Liebling. Und die Kerze da auf dem Schreibtisch ist im Prinzip ihr Liebling. Nicht ganz, aber, ja, keine Ahnung. Es ist ziemlich krank. Das ganze Spiel ist krank. So, Nico Zombie schläft. Ich möchte mal ein paar Dinge ablegen, weil ich viele, viele Dinge aufsammeln werde und viele Dinge brauchen werde. Das rote Tuch. Ups. Grüne Kräuter. Eine grüne Kräuter bleibe ich. Nein, doch nicht. Okay. Betäubungsmittel und Verband. Ja, Bücher haben ein eigenes Dingens. Wir gehen zuallererst mal zur Bücherei. Judgment Boy hat uns gesagt, wir sollen ihm etwas bringen, das unsere Probleme symbolisiert. Und dann müssen wir erstmal etwas finden, was unsere Probleme symbolisiert. Wir müssen jetzt nicht zwingen. Oh mein Gott, James! Lass mich in Ruhe. Das finden wir nicht unbedingt in der Bücherei, aber hier finden wir jede Menge Magazine. Die wir noch. Gregory Privat Nummer 1, Gregory Privat Nummer 2. Ich werde, das sind auch alles Pornos. Spritzenmagazin. Es gibt zu jedem Gast Magazine, die ihn irgendwie symbolisieren, sage ich mal. Giftleitfaden. Spritzmagazin natürlich Catherine. Ich hasse diese Ratte. Ich hasse diese Ratte. Er folgt mir überall hin. Das ist mein Tod. Oh, Gregory. Wir müssen zu Gregory. Zufällig. Haha. 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 Und verdammt. So. Hallo? Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Bitte nimm das hier. Ich habe eine Karte vom Erdgeschoss des Gregory House. Das muss ich gut drauf aufpassen. Es gibt außer dieser noch mehrere andere Karten von diesem Hotel. Aber ich glaube, die habe ich letztens irgendwo verlegt. Wo könnten die denn nur sein? So funktioniert die Karte mit der Selection-Taste. Selection-Taste. Rufst du einen Grundriss vom Gregory House auf. Auf der Karte siehst du deinen Standort. Ja. Wir haben eine Karte vom Hotel. Nur das Erdgeschoss bis jetzt. Und wie ich schon mal angedeutet hatte, auf Schwierigkeitsstufe schwer werden mir nicht die Positionen von den Gästen, die derzeit da sind, angezeigt. Das muss ich dann quasi selbst wissen, beziehungsweise immer so. Oh Gott, ist da hinten jemand? Judgment Boy. Judgment! Okay. Wenn du ein Urteil von mir willst, bring bitte einen Gegenstand. Bring mir einen Gegenstand, der dein Problem darstellt. Ja. Oh, das lass mich doch einfach in Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob ich Objekte aufnehmen kann, wenn er da. Ja, okay, daran stört er sich nicht. Hab ich jetzt. Ach ja, ich wollte ja die ganzen Dinge abgeben. Weil ich muss noch jede Menge Sachen aufsammeln. Shoot. Es ist schon ziemlich. Guck mal ein bisschen Fernsehen. Ah, es sind auch solche Dinge. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass er ab 10 Uhr Fernsehen gucken will. Judgment. Warte, ich kann ihn beobachten. Noch Dinge. Bester Mann, Judgment Boy. Okay. Ah, ihr seht, wie schnell meine Gesundheitsanzeige auch runtergeht. Das ist abartig. Auf normal ist das nicht annähernd so schnell. So. Einmal grüne Kräuter kann ich. Nicht ablegen auf jeden Fall. Einmal behalte ich noch. Ich lese jetzt mal ein Buch, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Scheint so, als könnte ich. Das klingt so, als wäre der kleine behinderte Kiddies, die noch nie ein Buch gelesen hat. Was höchstwahrscheinlich auch der Wahrheit entspricht. Wir haben hier dieses Menü. Die sind alle gut einsortiert. So. Dann lesen wir mal die Zeitschleife. Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, welche Zeit würdest du wählen? Soll dieses Buch gelesen werden? Ja. Ich wüsste, in welche Zeit ich zurückreise. Die Geistesanzeige von Nicky ist gestiegen. Man kann jedes Buch nur einmal lesen. Das heißt, man hat
theoretisch nur 50 Mal die Chance, durch ein Buch eine Geistesanzeige aufzufüllen. Nuss! Verfolgt mich nicht! Nuss! Okay. Wen ich suchen möchte, ich weiß schon, wie ich jetzt im Spiel erstmal vorankomme. Ich möchte aber erstmal Catherine suchen, um euch herzuzeigen, was passiert, wenn man ihr jetzt begegnen sollte. Das hier ist das Bad. Oh. Cool. Aber schwierige Wahl Nummer 2. Ist nicht wirklich wichtig für den Spielverlauf. Später werden sich natürlich auch Gäste hier aufhalten. Hallo, ich möchte bitte dieses Quellwasser. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Und hinten möchte ich auch noch was. Nein. Okay, dann suchen wir jetzt Catherine auf. Wenn ich nämlich nur der jetzt erstmal strikt der Hauptmission nachgehen würde, dann würde es, glaube ich, zu schnell gehen. Wenn ich hier... Was zur Hölle, wo bin ich? Ach ja, genau. Einfach alles... Nur die Seelen, den Seelen nachgehen. Das würde ein bisschen zu schnell. So. Oh ja. Oh ja. Mario! Okay. Mario! Was haben wir hier? Abgelaufener Käse. Sehr gut. Japan. Braucht es noch mehr Beweise, dass dieses Spiel definitiv aus Japan kommt? Gott, wie die euch Japan ins Gesicht drücken. Na, das ist die kleine, ich nenn's mal vorsichtig ausgedrückt, Schmuddelecke von Gregory. Ja, er masturbiert hier. Und wahrscheinlich masturbiert er Blut. Wohl Probleme mit der Prostata. Sollte mal zu Catherine gehen. Die ist Arzt. Die weiß, was sie tut. Okay. Oh je. Das hier ist das Zimmer von Judgment Boy. Ich weiß nicht, ob er drin ist. Er ist drin. Beobachten wir ihn mal. Judgment! Judgment! Irgendjemand ist draußen. Aber einfach keiner ist. Stop that! Ah! Nush! Nush! If I may ask, what are you doing? Nicht, so kriegst du mich niemals lebend! No! Oh shit! Okay, wenn man einem Gast die Seele abgenommen hat, dann verfolgt einen, und wenn er einen trifft, dann kommt man zu seiner Horrorshow. Time for a blood test. Time for a blood test. Und das sieht dann ungefähr so aus. Ja, yeah. Sie rampen ihre riesigen Spritzen. Oh, that feels so good. Rampen ihre riesige Spritze in den Kopf, zieht mir 5 Liter Blut raus und... Holy shit. Ja. Und ihr seht, es kostet schon einiges an Leben. Also ich muss erstmal ein Item verwenden. Okay, nach einer Horrorshow resetten sich meistens die Positionen der Leute für einen kurzen Augenblick. Danach gehen sie am geregelten Ablauf hinterher. Oh Gott, oh Gott, dammit. James! James! Okay, damit habe ich euch die... Ich möchte sowas für Möglichkeit vermeiden von irgendeinem... Gast entdeckt zu werden und oh Gott. This place is off limits. Ich hasse dich, James. Warte, ich bleibe jetzt erstmal kurz stehen. Ich muss sowieso jetzt auf Gregory warten, weil wir haben Schlüsselobjekt. Pornomagazin. Am besten geht meine gesamte Zeige runter. Jedenfalls, wie gesagt. Gott verdammt! Was ist dein Problem? Verpiss dich bitte. Ach Gott, ja. Also irgendwann will ich Lust vergehen. Ja, ich push dich jetzt, ich glitsch dich in meine Wand rein. Jedenfalls, das möchte ich nach Möglichkeit natürlich komplett vermeiden, dass ich von einem Gast entdeckt werde, der... Oh Gott, damn it! Gib mir die andere Richtung. Mir ist langweilig, Gott sei Dank.
Normalerweise ist es recht einfach, so einer Horrorshow zu entgehen, aber auf schwer sind die doch etwas schneller, habe ich festgestellt. Also, oh Gott, wer ist da? Da ist er ja, Gregory, mein Mann. Komm her. Was? Ich tue doch gar nicht. Das ist zu blass. I see. Please, go back to your room and rest. Ja, sorry, ich habe es gerade übersprungen. Okay, ja, er weist uns darauf hin, dass wir etwas blass aussehen. Nehmen wir nochmal den Mikro rein. Und zeigen ihm jetzt dieses lustige Magazin. Ah, how nice to see you. And what can I do for you? Huh? Where did you find that book? You don't say! You found it in Catherine's room? This is quite serious. I'm afraid I'll have to confiscate it. Niemals! Ich werde es mit meinem Leben beschützen. I'm afraid it's no use. Jemand hat das Buch genommen, das ich verloren hatte. You know, I think you should read something more tasteful. Not this piece of this book. If you're looking for such a book, I suggest you try the first floor library. I'm sure a little reading will make all of your worries melt away. Okay. Now then. Und jetzt mit Highspeed galoppiert die kleine Ratte davon. Er hat uns schon den Tipp gegeben, wir sollten in die Bücherei im ersten Stock im Erdgeschoss gehen. Das tun wir aber nicht, sondern wir verfolgen ihn erstmal und schauen, was er. Wohin er geht und was er genau vorhat. Oh, Storeroom. So. Schauen wir erstmal durch das Guckloch. Ah, da kommen Musiknoten raus. Er hat bestimmt gute Zeit da drin. Ja, er ist in seiner kleinen Schmuddelecke und freut sich einen Ast. Dann können wir auch reingehen und ihn beim Masturbieren stören. Das ist Japan, das ist normal. Kann man irgendwas erkennen? Ja, ein bisschen was. Verstehe, ja. Das ist... Gregory lernt lediglich die Anatomie des Menschen kennen. Um mehr geht's ihm dabei gar nicht. Ich bin mir ganz sicher. Mit ganz sicher meine ich kein bisschen. Aber okay. Wie schon gesagt, bringen wir mal diese Nacht zu Ende. Wir sollen die Bücherei aufsuchen. Da soll irgendetwas Anspruchsvolleres für uns sein. Schauen wir mal, dass das sein wird. Und meine Lebensanzeige ist fast schon wieder am Arsch. Abgelaufener Käse. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, abgelaufenen Käse reinzuschaufeln, aber nein. Oh, da ist plötzlich noch ein Buch aufgetaucht, das vorher nicht da war. Und es ist... Schlüsselobjekt Selbsthilfebuch. So. Judgment Boy meinte, wir sollen ihm ein Ding bringen, das unsere Probleme symbolisiert. Und Selbsthilfe... Ich hatte schon immer große Probleme mit mir selbst und bin ein kranker, einsamer Mann, also... Okay, gehen wir bei Judgment Boy rein. Judgment! Okay, wir klauen ihm noch seine Einrichtung. Seine Einrichtung besteht aus Bananen und grünen Kräutern und das ist sein Zimmer. Ein großes, weites Nichts ins Abyss hinein, okay. Seid ihr bereit für Judgment? Judgment! Judgment! You're carrying a self-help book, aren't you? Well then, it's time to judge which path your future will take. You're a charming young woman who's accidentally wandered into a hotel from another dimension. There's only one way to get back to the real world. You must collect lost souls! But the hotel is full of danger! You can't run and you can't hide! So, what do you do?
Ich gebe natürlich auf. Also wenn ihr das Richtige, ich gebe auf, das Richtige wählen wollt, dann drückt auf, ich gebe auf. Alrighty then, let's ask the scales of truth. Which will it be, money or love? Only the scales know for sure. Judgment! Here we go! Er hat das Herz nicht fallen lassen, er hat das Dollarzeichen fallen lassen, das ist zerschmissen. In the end, no matter how tough things got, you never gave up. At last, you followed the path you had created for yourself and found your way back to the real world. And that's the truth, see ya? You bravely faced your fears and followed the direct path. I'll give you a fabulous prize! Fabulous! Ja. Judgment Boy ist einer der ganz wenigen Gäste, die einem neutral bzw. auch positiv gesinnt sind. Er übergibt uns seine Seele quasi freiwillig und wird uns auch nicht in irgendeiner Weise belästigen die nächsten Nächte über. Wir können ihn weiterhin ansprechen und er wird ab und an Judgment rufen und manchmal wird er ihm wieder so einen Test quasi vorgeben. Und egal wie ihr euch entscheidet, es wird immer katastrophal enden. Es wird immer irgendwie, es schaut so, ah, okay, du bist 20 Jahre alt, du gehst aus dem Haus, was tust du? Und dann sagst du irgendwie einkaufen und dann endet es irgendwie selber mit, okay, deine Mutter stirbt, deine Frau stirbt, deine Kinder verbrennen bei lebendigem Leib, du brichst dir beide Beine, wirst impotent, wirst blind und das ist die Wahrheit, lebe damit, deal with it, handle mit es, okay. Damit bringen wir die zweite Nacht zu Ende. Was ich noch, bevor meine Gesundheitszeige komplett auf Null geht, was ich noch kurz sagen möchte. Ich habe jetzt derzeit eine Seele in meinem Inventar und wenn mir jetzt zum Beispiel Catherine begegnen sollte und sie mich zu einer Horrorshow zwingt, dann nimmt sie mir die Seele ab und ich muss das bereits Getane nochmal erledigen. Also nochmal mit Judgment Point, bla bla bla. Das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden und schauen wir mal, ob das dann die nächsten Wächte was wird. So, soll ich etwas schlafen? Gerne. Wer ist bereit für den Schwedentod? Ikea! Come on now! Give it up! Throw away all them worries! Oh, it's you! Did you manage to pick up any souls? So, you only brought me one, huh? Shall I take it? So, was ich noch an dieser Stelle sagen muss, ab der zweiten Nacht kommen mehrere Gäste auf einmal ins Hotel eingetroffen. Und dann habe ich die Wahl, wen mache ich zuerst? Und ich möchte alle drei auf einmal machen und dann pro Nacht jeweils drei abgeben. Das ist sehr, sehr gefährlich, weil man dann immer mehr Leute hat, die einen verfolgen und einen die Seelen wieder abnehmen wollen. Aber, boah, muss ja, ne? Seelen übergeben hier. Hey, thanks a lot. Here, I'll stamp your card for you. Okay, pal. From now on, unless you bring me all the souls, ain't gonna take them from you. Ach so, okay. Er sagt's mir sowieso. Scheinbar muss man das auch schwer so oder so machen. Well, would you look at that? While we've been here jabbering, a whole bunch of new guests moved in, and they got souls too. Good luck there, buddy! Cool story, bra. Cool story, death. Swedish death. Judgment!